Die Handelskammer Freiburg hat rund 16.000 Mitgliedsbetriebe mit über 100.000 Beschäftigten. Wir sind hier im Südbadischen vom Landkreis Lörrach angefangen über Breisgau Hochschwarzwald, Freiburg, Landkreis Emmendingen und den Landkreis Ortenau. Wir haben rund 8 Milliarden Euro Umsatz von unseren 16.000 Mitgliedsbetrieben und etwa 8.000 Lehrlinge, die bei den Mitgliedsbetrieben ausgebildet werden. Wir haben ein großes Spektrum des Handwerks. Wir haben die ganze Woche das Handwerk von A bis Z mit Informationsständen. Und Sie sehen hier das Thema Tradition und Vielfalt, Moderne und Innovation und Zukunft. Sie sehen vom Augenoptiker angefangen über den Holzbildhauer, Blasinstrumentenmacher bis hin zum Hutmacher. Wir haben die Freiburger Münsterbauhütte da. Sie zeigt die Tradition, was noch vor Jahrhunderten alte traditionelle Handwerkskunst war und wie das heute in der Moderne umgesetzt wird. Die Besucher können selbstverständlich, und das ist ja auch Sinn, warum wir auch hier sind, selber Hand anlegen. Wir möchten vor allen Dingen die Jugendlichen gewinnen, dass das Handwerk, und wir zeigen das Handwerk von der interessanten und von der modernen Seite. Und deshalb ist es uns ganz wichtig und ein ganz großes Anliegen der ausstellenden Innungen, der ausstellenden Betriebe, dass wir so viel wie möglich Besucher bekommen, die selber Hand anlegen möchten. Die können hier schleifen, die können hier fräsen, die können hier Masken schnitzen, die können Blasinstrumente polieren. Die können Kachelofen setzen, also ein riesengroßes Spektrum von A bis Z. Und ich lade alle ein, hier auf die Messe, auf die Handwerks- und Gewerbeausstellung, auf der Badenmesse am Samstag, Sonntag, wo wir die große Veranstaltung haben, Tag des Handwerks. Und wir freuen uns über jeden, der kommt und Interesse zeigt am Handwerk. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.